Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Und wir werden heute den Totenbeschwörern übelst aufs Maul geben und wir haben gemerkt, dass wir gegen einen Meister-Totenbeschwörer noch nicht so die Chance mit unserem Dolch haben, aber sein Schaden ist geblieben. Und jetzt ist er tot. Da kann er nicht viel machen. Und wir töten seine Freunde auch. Meinst du, das bringt dir irgendwas, dein dämliches Schild? Ne? Glaube ja nicht. Oh Gott, sie hat mich entdeckt. Aber sie ist umgefallen. Und das ist der Trick dabei. Sie fällt um und sie braucht 10 Jahre, um wieder aufzustehen. Und bis dahin ist sie tot. Und meine diadischen Pfeile hole ich natürlich wieder, ne? Ist ja ganz klar. Wollte ja trotzdem nicht verschwenderisch sein. Übrigens, stimmt, habe ich gar nicht erwähnt, ne? Als ich meine Kisten durchwühlt habe, habe ich die vermissten Dietriche gefunden, die wir hatten. Hatte ja einen Teil Dietriche weggelegt, weil ich dachte, ach komm, müssen ja nicht so viel rumschleppen. Und ich habe sie nie wiedergefunden. Bis gestern oder vorgestern. Vorgestern war das, glaube ich, als wir die Folge hatten. So, gegen die meisten Totenbeschwörer benutzen wir weiterhin den Bogen. Als andere wäre dumm. Sonst sind wir nämlich tot. Du weißt nicht, wo ich bin, mein Freund. Du weißt nicht, wo ich bin. Sicherheitshalber. Okay, da sind auf jeden Fall mindestens 4 Personen. Jetzt noch 3. Oh, du hast einen netten Stab da hinten. Jetzt sind es nur noch 2. Einer. Jetzt ist es keiner mehr. Der Bogen ist einfach krass. Der Bogen ist einfach krass. So. Was zum Teufel? Tribunal? Haben wir gerade jemanden vom Tribunal fertig gemacht? Nee, ist ein Totenbeschwörermeister. Da stelle ich mir doch die Frage, ist das vielleicht einer aus dem Tribunal? Nee, das Tribunal besteht ja aus irgendwelchen Heiligen, ne? Ich höre Stimmen. Dich hatte ich noch gesehen, ne? Voller Wurm. Ist aber nicht die feine englische Art. Oh, du lebst ja noch, Büffel. Herzlichen Glückwunsch. Bleib stehen. So, ich glaube, den da hinten hat er versucht. Lautlosigkeit, klasse. Wieder aufzuerwecken. War ein Fuchs? Er hat einen Fuchs wiederbelebt? Okay, das ist jetzt nicht gerade schlau. What is that? Hier ist es ein Wolf. Und hier ist es ein Mensch. Nicht schlecht. Nur was hat das zu bedeuten? Vielleicht finden wir es nochmal heraus. Ich glaube, das ist die Quest mit diesem komischen Totenbeschwörer. Hier müssen wir wohl später hin. Laufen wir trotzdem mal durch. Kann ja nicht schaden. Lars, ja, sie! Scheint auch niemand mehr zu sein. Ja, wir sind einfach rumgelaufen. Hier wird es irgendwas geben. Die Frage ist nur, was? Das werden wir wohl zu einem anderen Zeitpunkt erfahren. Nicht jetzt. Schade. Ich hoffe, wir werden es noch erfahren. Es gibt ja immer noch Quests, die man nicht findet oder die man übersieht oder alles mögliche. Was ja auch nicht das große Problem ist. Ich meine, wir haben in der Hauptstory auch sehr viel verpasst. Aber man kann nicht erwarten, alles zu finden. Dafür muss man schon mehrmals spielen. Aber ich denke mal, wir haben den Großteil in der Hauptstory auf jeden Fall gefunden. Von daher müssen wir uns da keine Sorgen machen. Oh,
Dann gehen wir aber erstmal zur Burg. Da dürften wir sie doch one-hitten können, oder? Ich hoffe es. Ich meine, würden wir auf normal spielen, klar, aber auf legendär. Das ist ja immer so eine Frage. Lars, ja sie! Hallo, Bailey. Hättest du mal nicht geschrien, dann wärst du jetzt nicht tot, weißt du was? Da reicht Pfeil und Bogen aus. Ah, das sind die zwei Leute, ne? Du bist so ein dämlicher Hirsch, das weiß ich. Werde dich nie wieder mit einem Pferd verwechseln. Elch. Wieso sage ich jetzt ein Hirsch? Das ist ein Elch. So, dann schleichen wir uns da mal an. Leuchten unsere Füße noch? Ich kann es gar nicht sehen. Unsere Füße leuchten gar nicht mehr, wenn wir uns verzaubern. Seltsam. Wir scheinen doch noch weiter weg zu sein, als ich dachte. Ich sehe hier überall Leute an den Straßenrändern. Das sind die Bäume. Gruselig. Dir, das hier sieht aus, als wäre das ein Mensch. Und wie leckt es gerade ein bisschen, oder? Ja, wir hatten gerade ein paar FPS-Einbrüche. Immer zwischenzeitlich 1, 2, 3 FPS weniger. Aber das ist nicht so wild. Okay, hier haben wir die Brücke, das heißt, die Festung wird da hinten sein. Es sind nur drei Leute. Damit kann ich leben. Die Frage ist, treffen wir sie auch? Können wir sie one-hitten? Das ist nur Marodeur, ne? Na, Mist. Okay, wir können sie nicht runterhitten. Schade. Aber wir können sie hier auf jeden Fall runterfallen lassen. Oh Gott. Scheiß von dem Bogenschütze. Ah, die Bäume existieren nicht. Er kippt da um wie so ein Stein. Und ich treffe ihn nicht mehr. Oh, bleib ruhig liegen. Bleib ruhig liegen. Ach, das war unsere Lähmung, unser Perk. Ach, du ahnst es nicht. Wie viel Schaden macht der Typ? Aber wir haben jetzt nur so eine dämliche leichte Rüstung an, das Ding. Er ist umgefallen. Sehr schön. Vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen mit dem Bogen agieren. Bevor wir zum Dolch wechseln. Aber bei kleinen Leuten können wir gerne auf den Dolch wechseln. Was zum Teufel machst du da oben? Er sucht uns. Das heißt, das Auge wird gleich wieder verschwinden. Sieben diadrische Pfeile, Alter. Was ist da unten? Sind das Spinnen oder so? Können wir die treffen? Nö. Okay, er hat uns vergessen. Ja, ist auf jeden Fall besser. Da kommt er uns entgegengeflogen. Was ist denn los? Wolfspelz? Ritual? Gauntlets of Bofia? Wir haben irgendwelche Ritualhandschuhe gefunden. Ne, das war falsch. Leichte Rüstung. Keine Ahnung, vielleicht liegen die ja? Ich hab keine Ahnung.
Vielleicht hat er die Verzauberung vergessen, genau, das kann natürlich sein. Wir hätten ja schon Azuras Mond gefunden. Und der war auch nicht verzaubert. Kann sein, dass er einfach die Verzauberung vergessen hat. Oder was weiß ich. So, Quest. Wo finde ich das Gold? Oh, Dietrich nehme ich auch gerne. Gestohlene Ladung. Ja, nö, irgendwie nicht. Brauche ich nicht. So, den Scheiß haben wir mitgenommen. Würde aber gerne noch zur Höhle darunter. Es ist steil bergab. Und die Karte ist verschwommen. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich will auf jeden Fall nochmal zur Höhle da hinten. Es könnte ein bisschen gefährlich werden, wenn ich hier ausrutsche. Das war knapp. Wenn wir gestorben hätten, hätte ich es mir nie verziehen, ey. Hätten wir das alles nochmal machen müssen. Mal wieder. Zum dritten Mal. Ach Jungs, ich will da nicht rüberklettern. Boah. Also die Wege hier zu finden ist echt ein bisschen krank. Aber gut, wir springen einfach den Berg runter. Fertig ist. Lass mich hier doch nicht verarschen von dem Spiel. Jetzt lochen wir doch einmal rum. Alter, ist das dein Ernst? Die überall Berge? Einfach überall Berge. Okay. Gut, reisen wir. Ich hab keinen Bock mehr. Ah, gut. Hätten wir auch hier sehen können, ne? Überall Berge. Reisen wir zurück. Scheiß drauf. Ich habe jetzt keinen Bock, zurückzulaufen. Wir könnten uns auch einfach zum Turm teleportieren, aber passt, passt. Wir haben es auch wieder hell. Und der Schatten spielt verrückt. Alter, was ist das? Krank. Das hatten wir sonst noch nie. Alle redet mit mir. Can I help you? Hier ist das Gold. Fantastic. Now I can get started on this necklace. This will take some time. Come back in a few hours. And I should have the necklace ready. Sei nicht so faul. 6 Stunden dürften reichen, oder? Okay. Can I help? Yes. Ah, a fine piece, if I may say so myself. Here you go. Oh, and a little something for retrieving my gold. Vielen Dank, der Herr. Ich bin jetzt mal weg. So, dann gehen wir wieder zurück hierhin. Next. Ich möchte auf jeden Fall nachher, beziehungsweise gleich, den Ort um diese, um das Kloster da erkunden, weil irgendwo muss doch dieser Fatzke sein. Ich will diese Quest haben. Ich will wissen, was es mit diesem Raum da auf sich hat. Was ist es? Halt's mal, oder Kleiner. Wie nur zu deinen Eltern und sie umbringen. Alles cool. Falls er nicht schon tot ist durch das Gift. Oh, it's beautiful. Rengar has outdone himself again. Thank you. She'll love this. I know it. Here, for all your troubles. Yay! Perfekt. Olaf und der Drache. Gut, was hast du davon für Handschuhe? Stahlplatten. Ach, da gerade eine Leiche? Nee, ich glaube, das war nur so ein Ständer. So, bei Ständer. Ich will diesen Typen finden. Ich will nicht, ich muss diesen Typen finden. Na gut. So, gucken wir mal, ob wir das Ding finden. Muss ich doch immer verstecken, das kann doch nicht sein.
Oder es ist eine nicht markierte Stelle, das kann natürlich auch sein. Kommen wir jetzt hier raus? Ich glaube, ich bin hinterm Haus, ne? Ich bin hinterm Haus. Typ muss sich doch hier irgendwo verstecken, kannst du mir doch nicht erzählen. Oder hier ist eine Höhle um die Ecke oder so. Das ist natürlich möglich, wir sollten die Wände erkunden. Das haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Wir haben gar nicht an den Wänden vorbeigeguckt, ob hier eine Höhle ist. Nö, scheint nichts zu sein. Also entweder hat er den Typen richtig gut versteckt oder... Och man, hier hätte eine Höhle sein können. Oder ich bin einfach nur zu blöd, um ihn zu finden. Kann natürlich beide sein. Na gut. Gucken wir mal, ob wir ihn ausfindig machen können. Ich würde sagen, wir reisen einmal zu dieser Höhle. Und schauen uns da um, ob wir da irgendwas in der Nähe finden. Und wenn ja, gehen wir da hin. Da ist schon mal ein Baum. Gehen wir zum Baum. Was soll den Totenbeschwörer beim Baum machen? Lass ja dir! Da laufen Leute rum, oder? Aber was ist das? Schläft da einer? Oder sind das wieder die Zweiglingsmütter? Zweiglinge. Scheiße, ich wurde schon entdeckt. Holy shit! Hast du mich erschrocken, Bär? Jetzt kommt aus dem Nichts rausgeschossen. Meine Fresse. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hör auf zu leuchten. Dankeschön. Überschlag. Bam. Stirb doch mal, bitte. Sehen. Lass ja sie. Wie bist du da hinten hingekommen? Oh. Was läuft da durch die Gegend? Ein Troll. Troll dich, du Arsch! Dankeschön. Okay, hier ist der Versager also nicht, aber da hinten ist noch ein Gegner. Das ist auch eine Sache, die wir machen könnten. Wir könnten die Umgebung auf jeden Fall untersuchen. Vielleicht gibt es im Haus auch eine Falltür. Möglich ist es. Möglich ist es. Gut, wir reisen kurz zurück und suchen da mal nach einer Falltür. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, ne? Okay, Schatten spielt verrückt. Gleichzeitig den Schatten. Da hat sich irgendwas reingebrannt. Seht ihr das? Das ist der Lade. Das ist der Ladescreen, der hat sich reinge. Der Ladescreen hat sich verbuggt. Ah, daher kommt das. Oh, oh, oh. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Lass ja sie! I hope Talos has been kind to you. Hat er nicht irgendwo hier ein Zimmer gehabt oder so? Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir haben ihn leider noch nicht gefunden. Ich werde mich bemühen, ihn morgen zu finden. Und nochmal zu gucken, ob wir ihn finden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.